Moin Leute, ich habe noch ein Tutorial für euch und dabei soll es wie versprochen um Bokeh-Hintergründe gehen. Und das ist eine Technik, die ich auch in diesem Bild verwendet habe. Diesem Bild mit Calvin Hollywood als Model. Leider sieht man von der Technik nicht mehr allzu viel, denn ich habe einfach zu viel Zeug vor meinen Bokeh-Hintergrund gebaut. Man kann hier rechts neben der Lampe noch ein bisschen was davon erahnen, aber um euch das nochmal genauer zu zeigen, gehe ich mal direkt hier in die PSD und da habe ich einfach mal alles ausgeblendet, was hier vor dem Hintergrund stand, bis auf den Calvin. Und ich will euch jetzt zeigen, wie ihr hier im Hintergrund die Lichter einschalten könnt. Und ja, so soll das dann am Ende aussehen. Und beziehungsweise ungefähr so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Bild ich hier zur Erstellung verwendet habe, aber wir werden das ungefähr nachstellen. Nochmal ganz kurz ein paar Worte zum Hintergrund. Den Hintergrund hier habe ich mir auch aus verschiedenen Bildern zusammengebaut und dann nachher mit dem Tilt- und Shift-Filter eine Tiefenunschärfe eingebaut. Es sah vorher so aus. Ich habe hier diesen Platz, diesen Betonplatz, den ich irgendwo vor einer Fabrik fotografiert habe in Bremerhaven, als Vordergrund genommen und im Hintergrund habe ich dann hier einige Hafenkräne und solche Chemiefabriken verbaut. Das Ganze habe ich relativ simpel zusammengeschustert. Hier, das sind einfach alles irgendwelche Fabriken, die ich relativ unsauber freigestellt habe und dann etwas abgedunkelt habe, damit nachher das Bokeh auch sehr gut darauf zu sehen ist. Denn wenn ihr einen hellen Hintergrund verwendet, ist das Bokeh am Ende nicht so gut sichtbar. Ja, wie gesagt, am Ende habe ich dann alles zusammengefügt und auch den Horizont etwas nach oben geschoben und das Ganze hier noch etwas mehr abgedunkelt und hier noch diesen Messeffekt hinzugefügt. Soweit zum Hintergrund und jetzt zeige ich euch, wie ihr ein Bokeh erstellen könnt. Dafür braucht ihr einfach ein Bild einer nächtlichen Skyline bzw. einer nächtlichen Stadt. Das muss nicht unbedingt hier so eine Skyline mit Wolkenkratzern sein. Wir werden am Ende sowieso nur hier den Bereich um das Wasser herum verwenden. Also ihr könnt da mit Sicherheit auch ein Bild bei Nacht von eurem Ort machen oder euch auch ein Bild aus dem Internet suchen. Wichtig ist nur, dass es eben bei Nacht ist und man hier einige Lichter erkennen kann. Um jetzt daraus ein Bokeh zu erstellen, gehen wir hier auf Filter, Weichzeichnergalerie und Feldweichzeichner. Natürlich könnt ihr auch das Bokeh selbst fotografieren, wenn ihr mit der Kamera rausgeht, einfach den Fokus auf manuell stellen und dann ja, die Kamera auf die nächtliche Skyline richten und das Ganze schön in die Unschärfe drehen am Fokusrad, dann solltet ihr auch ein ähnliches Bokeh hinbekommen. Wahrscheinlich sogar ein schöneres. Aber man hat ja nicht immer so etwas zur Hand oder hat nicht immer Lust rauszugehen und deswegen gibt es auch den Weg für die Faulen unter uns, so wie mich, die das dann hier mit so einem Filter machen. Also hier mit dem Weichzeichner könnt ihr bestimmen, wie groß euer Bokeh am Ende wird. Je weiter ihr den Regler des Weichzeichnens Regler-Weichzeichnen hier nach oben schiebt, umso größer wird euer Bokeh nachher werden. Damit ihr auch ein Bokeh bekommt, müsst ihr den Bokeh-Lichterregler natürlich auch betätigen. Ich ziehe den jetzt hier mal bis ungefähr 50% hoch und wie ihr seht, erscheinen dann hier diese Kreise. Ich möchte hier noch einen Ticken größer haben und werde das jetzt mal hier so auf knapp über 30 Pixel schieben. So sind die Kreise für mich von der Größe ganz okay. Die sollten nicht zu groß werden, denn unser Bokeh liegt ja sehr weit im Hintergrund. Wenn ihr natürlich einen Hintergrund habt, der näher an eurem, ja, der näher dran ist und nicht so weit entfernt, dann können die Kreise ruhig sehr viel größer werden. Was mich jetzt hier noch stört, sind diese vielen weißen Punkte hier. Ich möchte eigentlich, dass das Bokeh sehr viel oranger ist und deswegen werde ich jetzt hier diesen Helligkeitsbereich etwas begrenzen und ihn nicht bis in die hellsten Farbtöne reichen lassen. Und deswegen drehe ich das Ganze jetzt noch ein bisschen runter. Jetzt haben wir hier ein Bokeh, was viel mehr Orange beinhaltet und das gefällt mir besser. Jetzt bestätige ich das Ganze mit OK und warte kurz, bis das durchgerechnet ist. Und dann können wir das Ganze auch gleich schon einsetzen. Und um das Ganze jetzt in unsere Composing-Datei zu bekommen, wähle ich oben das Verschieben-Werkzeug, klicke einmal im Bild und schiebe es einfach auf den Tab mit dem Calvin Composing. Jetzt ist es schon in der Datei, aber nicht an der richtigen Stelle. Ich verschiebe es jetzt einmal natürlich über unseren Hintergrund und werde jetzt hier den Modus auf negativ multiplizieren ändern.
Jetzt kann ich das Ganze hier so positionieren, wie ich möchte. Ich werde es noch etwas runter skalieren. Und ja, mit Steuerung T kommt ihr übrigens in die Transformationssteuerung. Und dann könnt ihr hier an den Ecken ziehen. Bei gedrückter Shift-Taste könnt ihr das Ganze auch ja, symmetrisch skalieren, ohne dass ihr da Eier aus den Kreisen macht oder das Ganze verzerrt. Dann bestätige ich das nochmal mit Enter. Und bin jetzt hier zufrieden mit meinem Bouquet. Allerdings bin ich noch nicht zufrieden hier mit diesen ganzen Überlagerungen und diesen Verfärbungen hier rundherum. Auch dieses Bouquet hier oben von den Hochhäusern brauchen wir nicht. Deswegen werde ich mir jetzt noch einmal alles ausblenden. Und dafür drücke ich bei gedrückter Alt-Taste hier einmal das Ebenenmasken-Symbol an der Ebenenpalette. Jetzt ist alles ausgeblendet. Ich nehme einen Pinsel mit weißer Farbe. Ich habe jetzt hier plus 100% eine weiche Kante. Und jetzt male ich einfach einmal hier über die Kante. Wenn ihr die Shift-Taste gedrückt haltet, könnt ihr auch eine gerade Linie ziehen. Das mache ich auch gerade. Und jetzt werde ich hier noch ein paar mehr Lichter zufügen über der Fabrik. Und da haben wir unseren Bokeh-Hintergrund. Für die andere Seite, also die rechte Seite von Calvin, könnt ihr natürlich noch einen neuen Bokeh-Hintergrund erstellen. Ich bin jetzt zu faul und werde mir hier einmal die Ebene duplizieren, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte und die Ebene mit unserem Bokeh einmal nach oben schiebe. Steuerung T komme ich wieder in die Transformationssteuerung, ziehe mir das Ganze einmal rüber, werde es noch einmal horizontal spiegeln. Mit einem Rechtsklick kommt ihr in dieses Menü hier. Ich werde das jetzt nochmal positionieren. Und jetzt haben wir hier auch ein nettes Bokeh auf der rechten Seite. Ja, das soweit dazu. Wenn euch das Ganze jetzt noch nicht intensiv genug ist oder euch hier diese leichten Überlagerungen, Farbveränderungen hier noch stören, dann könnt ihr das Ganze noch etwas mit einer Tonwertkorrektur bearbeiten. Dafür hole ich mir die Tonwertkorrektur über der über das Symbol an der Ebenenpalette. Werde hier einmal die Schnittmaske aktivieren, damit sich das hier nur auf meinen Bokeh auswirkt. Und jetzt kann ich hier die Tiefen noch etwas runterziehen. Dadurch verschwindet hier ein bisschen was von der Färbung. Je nachdem, wie weit ihr zieht. Und ihr könnt natürlich auch die Lichter noch intensivieren, wenn ihr hier an der rechten Seite etwas das Ganze nach links schiebt. Diese Tonwertkorrektur werde ich mir jetzt auch nochmal duplizieren und auch nochmal über die linke Seite meines Bokehs legen mit einer Schnittmaske. So, dass wir jetzt auf beiden Seiten so ein intensives Licht bekommen. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch weitergeholfen und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!